Willkommen zurück zur nächsten Folge Subnautica. Ich habe diesen Bug jetzt behoben. Ja. Gut. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Gekochter Fisch. Trinken 40. Trinken wir. Seegleiter haben wir. Noch einmal Reserveschmierstoff. Und dann brauchten wir noch einen Computerchip für den Erbauer. Wo waren wir? Da. Sehr schön. Gut, den Erbauer haben wir jetzt auch. Dann wollen wir mal gucken, was wir für Baupläne jetzt neu drin haben. Die ursprünglichen Baupläne. Okay. Gut, dann gehen wir uns jetzt erstmal gucken, wo wir uns mal eine Base hin basteln. Na, hier bei dem Vulkan wollte ich jetzt nicht unbedingt bleiben. Wir brauchen halt auch immer noch erstmal noch ein paar Ersatzbatterien, bevor wir so eine Ladestation haben. Oh, aber wir nehmen natürlich hier alles, was wir scannen können, mit. Abfalleimer. Na, jetzt. Seegleiterfragment haben wir auch schon. Da könnte Kupfer drin sein. Ist aber wieder Titan. Da haben wir noch mal Salz. Eine richtig schöne Stelle möchte ich haben, wo es ein bisschen friedlich ist. Aber halt auch nicht so düster. Hey, das ist doch die Stelle, wo wir uns beim letzten Mal niedergelassen haben. Ja. Hey, gleich auf Anhieb wiedergefunden. Ach ja, dann, ne? Würde ich ja schon gerne hier wieder hin. Bloß diesmal würde ich es mal ein bisschen anders machen. Ah, mal gucken. So. So ein bisschen drauf. So. Okay. Dann brauchen wir hier noch ein Fundament. Oh. Die Luft. So, jetzt reicht es natürlich nicht mehr, aber ich kann ja trotzdem weiterbauen. Zwar hatte ich mir das dann jetzt so gedacht. Wie war das jetzt nochmal mit dem Drehen? Ich glaube auf Q, ne? Genau. So. So. Und so. Dann hier einmal ein X-Korridor dran. Hier mal ein X-Korridor dran. Titan haben wir ja sowieso relativ viel sogar. Das dürfte an und für sich passen. Gut. Dann kleben wir hier auch die Signalboje hin. So. Blups. Dann benennen wir dich noch um. So. In. Ja, in Home. So. Gut, dann gehen wir uns jetzt einmal kurz Titan holen. Huch, du sollst den Gleiter schon in die Hand nehmen. Weil geht schneller und so.
So. Und einmal rin hier. Okay. Jo, ich brauche ja noch Glas, so also brauche ich noch mal Quarz. So. Liegen hier noch irgendwo zwei Quarz in der Nähe rum, die ich jetzt gleich mal kurz mitnehmen kann? Da sind die zwei. Sogar direkt nebeneinander, passt. Nehmen wir gleich mit. Haben wir nochmal Schrott? Kann ich hier irgendwas von scannen? Nö. So viel Schrott hier. Alles von der Explosion. Gut. Dann machen wir uns gleich Glas. Dann können wir uns auch einen Eingang reinbasteln. Müssen wir halt nur noch die Solarpanel dran backen. Oh, wir haben noch eine. Jo, genau. Jetzt haben wir schon das erste. Das andere. Die andere Rettungskapsel. So, wir nehmen uns natürlich ganz viel Titan mit. Das werden wir sowieso größtenteils alles verbauen. Dann kann ich noch mal kurz gucken, was war denn jetzt der Fabrikator? Was brauchte der? Der braucht ein Computerchip und einen Kabelsatz. Kabelsatz war aus zwei Silber. Also sprich, mir fehlen noch zwei Silber. Nun gut, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Zwei Silber werden wir sicherlich noch schnell finden. Glas. So. Ja, so, dann können wir auch sicherlich auch schon das mit der Energie, mit den Solarpanel, genau, zweimal Quarz. Können wir unsere Basis auch schon gleich mit etwas Strom versorgen, damit man da drinnen Sauerstoff hat. Ich hoffe mal, dass das von der Struktur her reicht, dass ich jetzt unten nur zwei Bodenplatten habe. Notfalls muss ich halt da noch ein, zwei dran machen. Oh, ein Blasenfisch, der mir direkt in die Finger schwimmt. Das ist doch schön. So. Machen wir erstmal den Eckraum hier fertig. So. Nehmen den Korridor. Hat noch 11. Noch 10. Noch 9. Noch 8. Wunderbar. Passt bis jetzt. So, dann würde ich sagen, eine kleine Luke hier mal dran. So. Ja. Keine Energie. Dann machen wir erstmal ein Standard-Solarmodul hier oben drauf. Ich hoffe mal, dass die kleine Basis jetzt Saft bekommt. Nee, ist ja Nacht. Hätte ich mir auch denken können. So, einmal tief Luft holen. Wir haben ja hier noch ein bisschen Titan übrig, denke ich mal. Könnte man hier noch ein bisschen erweitern, damit sie halt auch ein bisschen stabiler steht. So. Genau. Gut. Denn schnell mal auf der Suche nach Titan. Nach. Nee, Quatsch, nach Titan. Titan haben wir eigentlich genug. Wir brauchen Silber. Das ist Kupfer. Ist dunkel hier.
Was haben wir hier? Silber, sehr schön. Noch ein Silber und wir sind reich. Wir haben das Silber. Attacke, raus hier. Ja, ich habe dich schon gehört. Ich bin hoffentlich aber schneller als du. So. Dann können wir uns auch gleich den Kabelersatz basteln. Oh, die Batterie ist fast leer von Seegleiter. Frisst wirklich viel, viel Strom. Da ist ja noch eine Message. Okay. Und noch eine. Ja, ich wollte mich jetzt nicht so voll inventarmäßig platzieren. Kabelsatz. Haben wir somit auch. Dann hier den Computerchip. Können an und für sich alles schon rausnehmen. Und drüben dann verarbeiten. So. Ja, dann nehmen wir hier auch den Rest mit. Und huch, da hinten geht's nach Hause. Na, dann wollen wir mal. Ach, einfach schön. So, Quarz. Quarz ist immer gut. Das nehmen wir gleich mit. So. Angucken wir mal, ob Strom ankommt. Ja, extrem wenig. Aber für den Anfang geht es erstmal. So. Dann zwei Titanen fehlen. Okay. Auch zwei ganz normale Titanen. Ganz normales Titan. Das ist Blei. Das ist irgendein riesiger Klumpen. So, dann wollen wir mal gucken, was hier ist. Das ist Silber. Das ist Kupfer. Haben wir einen Titan? Hier vorne hätten wir dann vielleicht nochmal Glück. Jawohl, das zweite Titan. Da können wir schon nach Hause schwimmen. Und uns einen kleinen Fabrikator basteln. So, den mache ich hier jetzt gleich direkt nebenan. So. Und fertig. Ab jetzt können wir von hier aus auch alles aufbauen. So, wir haben noch Quarz. Wir brauchen aber immer noch sehr viel Titan. Hier einmal durchschwimmen. Ein Quarz mitnehmen. Ja, war aber nicht so eine gute Idee. Mal was trinken. Essen brauche ich ja noch nicht. Metallschrott wäre natürlich am besten. Weil den können wir ja jetzt auch umändern. Na, irgendwo hier muss doch sicherlich Metallschrott rumliegen. Ah, hier vorne haben wir Metallschrott. Ein so ein... okay, fehlt eins. Ich lasse mal hier so ein Erste-Hilfe-Kit einfach mal liegen. Gut, und dann schwimmen wir einmal kurz zurück. Was liegt da? Seegleiterfragment, okay. Hier den Weg einfach dann wieder zurückschwimmen. So.
Einmal rein hier in die gute Stube. Gut, dann geben wir uns jetzt einfach mal. Huch. Was fehlt? Zwar, ach ja, ich muss es ja auch erst noch verarbeiten, ne? So. Nämlich zu Titan, damit ich damit auch jetzt handeln kann. So, dann mache ich mir jetzt hier einen Schrank hin. Und hier mache ich mir auch noch mal so einen Wandschrank hin. Na, so. Gut. Das haben wir soweit. Dann würde ich sagen, brauche ich noch zwei weitere Solarmodule. Dafür brauche ich jetzt nur noch Quarz. Aber wir können uns jetzt erstmal hier ein bisschen entledigen. Kupfer, Blei, Salz. Lebensmesser möchte ich gern behalten, den Konstrukteur auch. Die Leuchtfackeln, das Signal, die Fische. Desinfiziertes Wasser kann auch erstmal. Der Nährstoffblock wird behalten, genauso wie der Erste-Hilfe-Kasten. So, und jetzt packe ich mir hier erstmal alles richtig hin. Seegleiter, dann das Messer. So, schon viel besser. Und jetzt hier einmal einsammeln. Hier müsste jetzt genau da vorne. Das gibt nämlich auch nochmal Titan. So. Hier haben wir noch Quarz. Sehr schön. So, und jetzt sind wir hier ganz viel Metallschrott mit. Das Quarz nehmen wir natürlich auch mit. So. Da haben wir nochmal einen Quarz. Und Inventar ist schon voll. Oh, oh. Das ging jetzt aber zügig. Und der Seegleiter ist gleich leer. Tschüss. Keine Energie mehr. So, dann kann ich ja hier schon mal anfangen. Dann setze ich hier noch einen hin erstmal. Weil wir sind ja jetzt ein bisschen tiefer gelegen mit der Basis. Sprich, wir brauchen ein bisschen mehr Solarmodule, damit die halt. Mit der Zeit sozusagen alles auffüllen. 100 Energie haben wir jetzt schon. So. Machen wir hier mal den ganzen Metallschrott zu Titan. Oh, Energie geht ganz schön runter. Noch 10. Okay. Dann einmal das hier weiter fertig machen. Dann machen wir das hier noch fertig. So. Und so. Jetzt haben wir hier so eine kleine Plattform, wo wir uns drauf austoben können. Sprich später auch für den Exosuit. Denke ich mal, wird das relativ gut. So. Ja. Habe ich mir das denn jetzt noch gedacht? Ich wollte hier eigentlich so ein bisschen weiter hochgehen und dann hier oben drauf nochmal. Oh, ich sehe Quarz. Und ein Tierchen, was ich noch nicht gescannt habe. Hier wirst du gescannt, auch wenn du dich in den Boden versuchst einzubacken. Gut, dann nehmen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4. Oh, hier haben wir noch Widdegras. Gut. Hey, Blasenfisch, bleib mal hier. Haha, ich hab dich erwischt. So. Haben wir noch genug Platz? Ah, sieht nicht so aus. Eins, zwei. Ne, mehr kriege ich nicht rein. Salz.
10 seconds of oxygen oh, 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 aber ganz schnell weg. Oh, hab ich mich jetzt verjagt. Oh, alter, alter Verwalter. Hau bloß ab, du böser Pirscher, du. Gut, Energie lädt sich an und für sich relativ fix wieder auf. Silikongummi habe ich jetzt nicht. Und dafür brauchte ich 5. Genau. Was könnte man denn nochmal aus diesem Phasegeflecht machen? Da bin ich mir jetzt gerade so ein bisschen... Bestimmt hier unter Ausrüstung. Phasegeflecht und Kabelsatz. Genau, der, das Kreislaufgerät. Aber erstmal müssten wir hier mal so einen Strahlenanzug basteln. Okay, Destillationsanzug. Konnte man früher eigentlich craften? Warum kann ich es jetzt nicht mehr? Irgendetwas ankert. Ja, irgendetwas brauche ich. Gut. So, wir haben relativ viel Titan. Wir brauchen jetzt mal Kupfer. Zweimal. So, hier hoch. Bei Elektronik, Batterien. Batterien, Batterien, das A und O. Solange wir noch keine Seemotte haben. So, weil dann können wir jetzt hier einmal eine neue Batterie reinmachen. Das mal aus der Hand legen. Dann schreibe ich hier jetzt auch noch. So, passt hin, wunderbar. Da kann ich hier nämlich die Leere reinpacken und hier packe ich jetzt erstmal alles rein, was mir irgendwie vollmüllt. Gut, ich brauche einen neuen Schrank. Kriege ich das mit einem Titan hin? Ja. Ach, was rede ich mit einem Titan, mit einem Quarz? Brauchen wir hier noch den zweiten daneben. Ich brauche noch einen Quarz. Habe ich den noch? Nö. Gut, aber dann können wir hier erstmal das Titan rausziehen. Machen wir es nämlich anders. Schreiben wir hier immer. So. Dann kann hier das ganze Titanzeug erstmal rein. Das ist eine volle Batterie. Die nehmen wir jetzt mit. Und ja, trinken sollten wir auch mal wieder. Das war nicht das Trinken, das war der Nährstoffblock. Das war blöd. Nun gut, passiert. Dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen ja jetzt Teile. Jawohl. Genau das hatte ich jetzt gesucht. Seemottenfragment. So. Brauchen ja jetzt ein paar mehr Fragmente. Müssen aber auf diese Fischis achten. Denn die wollen mir ja ans Leder. Und zwar alle, so wie es aussieht. Oder wie sie es anhört. Ich möchte mich nicht umdrehen. Okay, hat abgelassen. Puh. So. Auf der Suche nach Fragmenten. Okay, hat auch abgelassen. Gut. Ich schwimme hier nur in aggressive Fische rein. Das ist schlimm. Da haben wir noch einen Pirscher. Da haben wir einen Quarki. Der pupst auch gleich rum. Einmal Luft holen. Und wieder abtauchen.
Ich suche Seemottenfragmente. An und für sich könnte ich jetzt auch einfach ein bisschen runter schwimmen zur Aurora und vielleicht schon den Exo-Anzug holen. Das wäre natürlich auch eine Idee, aber ja. Ich sag mal so, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Reaper. Und ohne Motte würde ich mich da jetzt ungern hintrauen. Da haben wir Metallschrott. Werden wir hier vielleicht fündig? Ist das ein Arm, den man scannen kann? Nö. Ah, eine Tasche. Die nehmen wir natürlich mit. Merkwürdiger Metallschrott. Jedenfalls merkwürdig angeordnet. Was? Labor? Laborschalter? Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Oh. Wie tief bin ich? 35 Meter. Gas geben. Einmal an die Oberfläche hier. So. Auftanken und wieder runter. Jetzt wird es aber hier dunkel. Okay. So wie es aussieht, ist hier aber nichts weiter Schönes versteckt für mich. Okay. Böse Fische dürfen jetzt gerne gehen. Huch! Und nicht neben mir auftauchen, wenn ich nicht hinguck. Autsch. Okay, der hat Blut geleckt. Ich versuche ihn abzuhängen. Ah! Lass mich. Okay, er hat losgelassen. Okay, einmal kurz at home. Die Energie von dem Seegleiter ist auch fast leer. Schon wieder so weit rausgeschwommen hier. Ist doch wirklich schlimm mit mir. Noch 1% Energie und gleich Ende. Ende. Jetzt heißt es paddeln. Und zwar mit den Flossen. Der Mond rennt heute aber auch durch die Gegend. Bin ich so weit jetzt weg von zu Hause? Ist ja der Wahnsinn. Okay. Blasenfischi. Blasenfischi. Noch ein Blasenfischi. Worauf machen wir halt Fisch sammeln hier? Einer Platz? Oh ja, ich habe noch deutlich Platz. Wir können hier noch alles mitnehmen, was auf dem Weg rumfleucht und seucht. Okay. Lass mich in Ruhe, ich bin ganz lieb. Ich bin kein Fischi, den man essen kann. La 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 la. So. Haben wir noch einen Quarz? Und da vorne sehen wir schon das sichere Zuhause. Die unantastbare Festung. Ah. Endlich wieder tief durchatmen. Wir haben leider nur ein paar Blasenfische bekommen. Ich könnte aber mal gucken. Machen wir mal so. Viermal Glas, zweimal Titan. Einfach mal so ein Aquarium. Aber hier ist es definitiv zu eng. Schade. Dafür brauche ich größere Räume und die finden wir ja erst später. Gut. Aber das hier können wir fertigstellen. Ah, ein Titan fehlt. Huch, im Titan. Nein, ich möchte es nicht umbenennen. Im Titan schreibt. Nimmst du das Titan jetzt raus? Willst du mich hier veräppeln? So. Ja, können wir hier erstmal den Mumpitz rein. Fischis. Ich
hätte sogar noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal hier ein Folgenende. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge bei Subnautica.